Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video in der Testzone. Ich teste heute mit euch das OLXS-Spiel The Prison Experiment. Ein, wie gesagt, OLXS, der seit, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es schon auf Steam gibt. Ich habe mir den irgendwie vor 3 oder 4 Tagen runtergeladen und nie eine ganze Runde gefunden. Gerade eben mal ganz kurz eine Runde gespielt. Es ist ein Battle Royale-Titel. Ja, ihr hört richtig, wieder mal ein Battle Royale-Titel, der was Neues versucht, und zwar in ein Gefängnis halt Battle Royale. Es gibt 2 Game-Modes, und zwar einmal den Classic Battle Royale und einmal King of the Block. Zellblock. Ich weiß nicht den Unterschied. Ich habe bis jetzt immer nur einen Modus gefunden. Will gar nicht so viel quatschen und drücke mal auf Play und hoffe, dass wir eine Runde finden. Ich habe eine Runde gefunden. Sehr geil. Es sind insgesamt 3. Wow, schon gestartet. 3 Spieler. Wow, das ging aber fix. Und ja, jetzt heißt es in den Gefängnis Waffen finden, was schon seltsam genug ist. Aber ja, ihr seht schon, die Animationen sind jetzt halt nicht High-End oder sowas. Ne? Ich gucke gerade mich mal um, ob ich irgendwo eine Waffe finde. Es ist irgendwie immer das Gleiche, muss ich sagen. Ich habe die 2. Runde hintereinander. Und es gibt einen Raum, da gibt es Waffen. Das ist nämlich hier. So. Allzu viele gibt es da auch nicht. Zack, bumm. Finde ich besser. Ich weiß nicht, was da gerade passiert. Es ist ja halt der Classic-Modus. Der letzte überlebt. Zielen sieht so aus. Und ich habe die Runde gewonnen. So, sehr interessant. Ja, erster Return to Lobby. Es können natürlich mehr Spieler auf den Server kommen. Aber das Spiel ist kaum bespielt, weil die Leute halt bei Early Access mittlerweile sau vorsichtig geworden sind. Funktionieren tut das Ganze. Ich drücke nochmal auf Play und finde sofort eine neue Runde. Sehr schön. Wir haben mal 10 Sekunden Zeit. Wie viele sind wir denn? 2. Ich und er da hinten. Oh, der hat aber was anderes an. 3. Also maximal, das ist das Höchste, was ich jetzt gesehen habe. 3 Spieler. Und die Runde ist gestartet. Wow. Da hinten ist der Raum mit den Waffen. Und die Map ist super winzig, ich hänge fest. Finde ich jedenfalls. Ich will mal King of the Cellblock probieren. Ach, hier ist da schon was. Eine MP5, glaube ich. Schnell nachladen. Ich bin ja überhaupt nicht so der Battle Royale Spieler. Boah, was ist das denn? Für ein Püsterich. Ist das ein SG-44? Okay, ich bin erschossen worden. Und wird jetzt wahrscheinlich keine Runde finden. Return to Lobby. Okay. Ja, was bietet das Spiel sonst? Also es gibt, wie gesagt, 2 Game Modes. Ist schon mal immerhin was. Leider keine Spieler. Zudem kommt noch dazu, dass es vom optischen her jetzt auch nicht halt der Burner ist. Ne? Ich kriege hier Punkte, aber ich weiß gar nicht, wo kann man die denn investieren? Das wäre mal interessant zu wissen. Ne? Es gibt sogar ein Board. Ich meine, Weltrang ist Rang Nummer 9. Da kann man mal sehen, wie gut das Spiel verkauft wird. Gut, zurück. Und man kann sich Meet the Inmates, also die Insassen, angucken. Ich weiß nicht, ob man sich die hier auswählen kann, ob man da einen bekommt dann oder ob man dafür Kohle braucht. Aber das sind halt die Spezialinsassen. Michael, Adam, George, Ben, Tommy und Random. Ob das jetzt die Charakter sind, die man spielen kann, aber das würde sich ja hier ändern. Okay. In der Settings sieht das Ganze so aus. Ich mach mal auf High. Und das hat absolut überhaupt keine Bewandtnis auf das Spiel. Ich drück nochmal Play. Ich hoffe, da finden wir wieder eine schnelle Runde mit den 3 oder 2 anderen Buben. Und, ja, schauen mal. Ansonsten, wie gesagt, ist das Spiel von vornherein seit Veröffentlichung tot. Und nicht kaum Runden zu finden. Also das ist jetzt reiner Glück, dass wir endlich mal was finden. Wow, das Video geht erst 4 Minuten und ich bin jetzt schon verzweifelt. Gut, ansonsten fand ich das Battle Royale im Gefängnis eine sehr geile Idee. Die Umsetzung ist tatsächlich auch in Ordnung. Technisch ist es aber halt sehr rückständig und ja, nicht mehr halt wirklich so up to date. Ich wechsle mal den Game Mode. Vielleicht finden wir hier auch mal eine Runde. Haben wir sogar. King of the Cellblocks, wie geil ist das denn? So, Inmates Left 1. Ich allein. Ich bin ganz allein. Dann bin ich ja sofort der King, oder? Go. Okay. The Cellbox is about to lock down. Okay. Ich nehme einfach mal Sachen auf. Ich weiß gar nicht, wie viele Waffen man insgesamt sammeln darf. 3. Boah, guck mal, jetzt hat er 2 Waffen auf dem Rücken. Was haben wir hier? Ich bin ja alleine, kann nichts passieren. Gib mir die. Okay, jetzt haben wir eine Matze Munition.
könnte schwören, ich bin komplett alleine. Nee. Hä? Okay, ich muss hier raus, ne? Kingdoms of the Cellblocks, der Modus wird eigentlich mal wirklich erklärt. Aua. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich muss wahrscheinlich einen Ausgang finden, ne? Als Erster oder sowas, keine Ahnung. You have died. Also ein sehr seltsamer Spielmodus. Aber ich krieg Punkte, yeah. Wo ich noch nicht weiß, wo ich die investieren soll. Okay, immerhin finden wir Runden. Das finde ich schon mal was ganz Nices. Schön wäre aber, wenn es halt wirklich mal viele Spieler wären. Classic Mode. Habe ich gar nicht ausgedruckt. Ja klar, war mit einem anderen Modus. So, share. Schon wieder eine Runde gefunden. Oh Mann, das ist schon wieder dasselbe. Vielleicht finden wir raus, was wir machen müssen. Warum stand denn da Classic dann? Da sehen wir auch ein bisschen anders aus, tatsächlich. Okay, das ist random. Go. The cell block is about to lock down. Der Zellblock ist dabei, sich zuzuschließen. Oder wenn ich das so richtig verstanden habe. Aber ich sehe nicht, wo ich lang sollte. Also ich brauche keine Waffen sammeln, weil keine Gegner sind. Locking down, 13, okay. Locking down, scheint eine Waffe nehmen. Haben wir eine Map? Nee, natürlich nicht. Okay, es passiert. Ich habe keinen blassen Schimmer. Schießen sieht außerdem so aus. Das sieht aus einer Freiheit aus. Freiheit! Für die Wale. King of the Cell Blocks. Ja, also, wow. Wir können raus. Also, natürlich ist hier immer noch Map. Wie cool, das finde ich aber gut. Also wie gesagt, wenn es wirklich mehrere Spieler wären, ich glaube, das würde sogar Spaß machen teilweise, wenn das nicht so doof an den Hintern mit dem Schießen. So, irgendwas mache ich ja scheinbar richtig. Wir verlieren keine HP. Das sieht eher erst nach Buchhaltung aus. Oh, hier nicht. Hier sieht es ja nach... Ja, eine Werkstatt. Das ist ein richtiges Gefängnis. Schön nachgebaut. Lauf, Forrest, lauf! Jetzt laufe ich irgendwie wieder ins Gefängnis rein, oder? Ich breche ein. Hallo? Wo ist meine Pistole? Ich will sie auch mal sehen. Kann ja nichts... Doch. Da. Okay. Lockdown. 10 Sekunden. Ich habe das Gefühl, dass ich hier richtig war. Wenn wir hier... Aber wir müssen ja nicht rauskommen. Wir sind ja der King vom Zellblock. Ein blassen Schimmer, wohin ich soll. Von mir aus kann ich jetzt auch tot umfallen. Hier ist so eine fette Tresortür. Machen wir nach. So. Mit Maustat kann man Waffen nicht switchen. Türen öffnen. Im Gefängnis, ne? Ja, witzig. Geht natürlich auch nicht. So, hier ist der Zellblock. Ich weiß nicht, was gerade passiert. Also, das ist absolut... Man hat einfach keinen Schimmer. Ne? Also ich kann auch drücken, hier gibt es kein Menü. Yep. So. Ich bin der King vom Zellblock. Okay, wir machen mal Return to Lobby und versuchen nochmal verzweifelt den Classic-Modus auszuwählen und vielleicht nochmal ein kleines Gefecht mit 2 bis 3 Leuten. Game Mod, Classic. Ich will nochmal extra aus. Search. Okay, ich glaube, der ist jetzt im Classic-Modus. Und ja, müssen dann warten. Teams soll in Zukunft auch noch dazu kommen, aber ich sehe da eher schwarz, weil ich glaube, so ein Entwickler hat keine Lust für 2 Spieler auf der Welt, ne? Das zu machen. Ne? Aber Weltranglisten 9. Irre. Ich stehe in der Top. Ihr müsst ja mal YouTube dahinter schreiben. Das wäre super Werbung. An hier spielt ja keiner. Der erste ist sowieso ein Cheater. Der zweite, der hat nicht mal einen Namen. Und hat schon 10.000 Kills gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden er da gespielt haben müsste. So an die 10.000 ungefähr. Genauso wie der erste, der Matt. Das sind ja die ganzen verzweifelten anderen Spieler. Geht nur bis 23 die Liste.
Okay. Kills 2, Wins 3. Ich bin nie Zweiter oder Dritter geworden. Top 10, 0. Wie kann das eigentlich sein? Wenn ich Erster geworden bin, schon zweimal, dreimal. Location.de. Okay. Er sucht jetzt Spieler, findet aber keine. Und ja, es ist halt ein sehr kurzes Testzonen-Video, aber einmal gezeigt und immerhin auch ein bisschen Gameplay gesehen und natürlich auch grandiose Kills von mir. Deswegen sage ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge der Testzone. Bis dann.